Vielleicht habt ihr den Titel dieses Videos hier gesehen und habt euch gedacht, ach, Werbung und Manipulation, das ist vielleicht bei den anderen so, aber mit mir nicht. Ich bin definitiv kein Werbeopfer. Sorry, aber das glaube ich euch nicht. Wir werden fast täglich Opfer der Werbung. Wie wir das werden und warum wir das nicht merken, das erfahrt ihr in diesem Video. 5 Tricks, wie wir von Werbung manipuliert werden. Ihr geht abends ins Kino. Es ist 20 Uhr, ihr habt ein gutes Abendessen hinter euch, euer Bauch ist voll, aber trotzdem habt ihr schon beim Reingehen ins Kino plötzlich Lust auf Popcorn. Ihr hadert ein bisschen mit euch selbst, dann geht ihr zum Schalter und kauft euch direkt eine Tüte von diesem klebrigen Zeug, von dem keiner so wirklich weiß, warum man es eigentlich isst. Aber warum eigentlich? Ganz einfach. Das ist künstlich. Es gibt Duftsäulen, aus denen ganz unsichtbar Gerüche versprüht werden. Vor ein paar Jahren hat Rewe zugegeben, dass sie in einigen Märkten solche Duftsäulen einsetzen, zum Beispiel in der Obstabteilung. Und im Zuge dessen ist auch herausgekommen, dass einige Unternehmen, die solche Duftsäulen herstellen, offen damit werben, welche Kunden sie zu haben. Und zu diesen Kunden gehört laut diesen Unternehmen zum Beispiel auch die Kinokette Cinemax oder die Tankstellenkette Aral. Als die Verbraucherzentrale NRW darauf aufmerksam gemacht hat, sind die Namen von dieser Liste auf mysteriöse Art und Weise plötzlich verschwunden und kaum eines der Unternehmen hat zugegeben, wirklich mit solchen Duftsäulen zu arbeiten. Wissenschaftler haben schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass durch die Kombination aus Duft und Bild in unserem Gehirn einige sehr wichtige Regionen aktiviert werden. Zum Beispiel unser sogenanntes Riechhirn wird aktiviert, genauso wie die sogenannte Amygdala, die für Emotionen zuständig ist. Das heißt also, Gerüche wecken bei uns Emotionen und diese Emotionen wiederum lösen unter Umständen einen Kaufreiz aus. Diese Geschichte kennt ihr vielleicht. Im Jahr 1957 sollen die Besucher eines Kinos in der amerikanischen Stadt Fort Lee Opfer eines Experiments geworden sein. In einem Film, der dort in diesem Kino gezeigt wurde, soll immer wieder eingeblendet worden sein: Trink Coca-Cola und esst Popcorn. Und danach soll der Umsatz in dem Kino um bis zu 60% gestiegen sein an Coca-Cola und an Popcorn. Ganz Amerika war entsetzt, als das rauskam. Diese Legende hält sich bis heute. Sie ist aber nichts anderes als eine Legende. Sie ist ein Fake. 5 Jahre später musste der Mann, der dieses Experiment angepriesen hat, zugeben, es war alles eine Lüge. Eine Lüge, die inzwischen aber Realität ist. Zwar nicht mit irgendwelchen mysteriösen Botschaften in Filmen, aber trotzdem werden wir unterschwellig beeinflusst. Ein Beispiel. Vor kurzem haben Wissenschaftler aus den USA eine Versuchsreihe durchgeführt, bei der sie verschiedenen Probanden einige Sendungen von American Idol vorgespielt haben. American Idol ist das, was bei uns Deutschland sucht, den Superstar. Ist. Und anschließend haben sie die Menschen gefragt, an welche Marken, die in den Werbepausen gelaufen sind, könnt ihr euch besonders gut erinnern. Und dabei fielen verschiedene Dinge auf, unter anderem, und das war das Interessanteste, Coca-Cola war die Marke, an die sich die Menschen mit Abstand am besten erinnern konnten. Obwohl die Clips von Coca-Cola nicht länger waren als die anderen und jetzt auch nicht inhaltlich unbedingt besser. Woran lag das dann? Ganz einfach. Wenn man sich die Sendungen ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, Coca-Cola ist überpräsent, obwohl man das Markenlogo so gut wie gar nicht sieht. Das liegt zum Beispiel daran, dass einige Möbel eine verdächtig ähnliche Form haben wie Colaflaschen. Und dieses typische Coca-Cola-Rot ist überall an den Wänden zu sehen. Und noch ein anderes Beispiel. An der Tankstelle, an der ich regelmäßig tanke, ist mir aufgefallen, die Wand hinter der Kasse, die ist so komisch braun. Das passt gar nicht, denn die Farben der Tankstelle sind eigentlich orange und grün. Warum also dieses Braun? Naja, als ich dann zum ersten Mal bezahlt habe, habe ich sofort gemerkt, womit das zusammenhängt. Denn die nette Kassiererin hat mich gefragt, ob ich zu meiner Tankfüllung gerne auch noch einen Cappuccino oder ein Latte Macchiato hätte. 1997. Apple ist am Boden. Kaum jemand will die Produkte von Apple noch kaufen. In dieser Situation kommt Steve Jobs zurück zu dem Unternehmen, der vorher im Streit gegangen war. Und Steve Jobs sagt, wir müssen alles grundlegend ändern. Unser Problem ist, dass wir nichts anbieten, was es noch nicht gibt. Und Steve Jobs sagt, wir müssen Abwechslung reinbringen in dieses typische Beige der Computer. Damals, wisst ihr vielleicht auch, waren alle Computer beige. Steve Jobs hat gesagt, wir bringen bunte Computer raus. Computer, die man ablecken will, weil sie aussehen wie Bonbons. Das hat Apple auch getan, hat den neuen iMac auf den Markt gebracht und der Absatz ist nach oben geschnellt. Es gab schon, bevor er rausgekommen ist, dieser PC, unglaublich viele Vorbestellungen und das war der Start zum Siegeszug von Apple, der bis heute anhält. Farben beeinflussen unser Kaufverhalten deutlich mehr, als wir denken. Eine Studie der International Color Expo in Seoul hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass
Farben den Wiedererkennungswert von Marken um bis zu 80% steigern. Bioprodukte zum Beispiel, die sind meistens in irgendwie grünlichen Verpackungen oder Technik ist gern in so einem cleanen Weiß verpackt oder Süßigkeiten sehr, sehr bunt. Was damit zusammenhängt, ist ja ganz klar. Wir verbinden Farben mit bestimmten Eigenschaften und vielleicht sogar mit Emotionen. Wenn ein Bioprodukt, ein gesundes Produkt jetzt in einer pinken Verpackung wäre, das würde irgendwie nicht passen. Und das wäre für uns auch nicht glaubhaft. Würden wir wahrscheinlich nicht kaufen. Sorry, habe ich euch angesteckt? Das wollte ich nicht. Okay, das wollte ich doch. Genen ist anstecken, das ist kein Geheimnis. Aber warum Genen anstecken ist, das ist bisher nicht eindeutig wissenschaftlich erwiesen. Aber es gibt einen ganz interessanten Ansatz. 1992 haben italienische Forscher untersucht, wie das Gehirn von Makakenaffen auf bestimmte Dinge reagiert. In einer Mittagspause kam einer der studentischen Mitarbeiter mit einem Eis in den Untersuchungsraum, in dem so ein Affe saß. Und plötzlich ging die Apparatur an, hat unglaublich viele Geräusche gemacht und hat angezeigt, das Gehirn dieses Affen ist aktiv. Und zwar in der Region, die eigentlich nur dann aktiv ist, wenn jemand auch tatsächlich handelt, wenn er sich bewegt. Der Affe saß aber total still und stumm da und hat nichts gemacht. Er hat in seinem Gehirn imitiert, wie dieser Student das Eis gegessen hat, weil er das so toll fand. Dieses Phänomen hat der Forschungsleiter damals Spiegelneuronen genannt. Eine Sache, die man ohne Probleme auch auf Menschen übertragen kann. Bestes Beispiel dafür ist meine Frau Anna. Sorry für den Vergleich, aber das passt jetzt einfach so gut und natürlich will ich Anna jetzt nicht mit einem Affen gleichsetzen. Ihr werdet gleich merken, worum es geht. Wir sitzen zusammen auf der Couch abends und ich sage, ach Mensch, ich habe Hunger, ich schmier mir mal ein Brot. Ich frage sie, willst du auch eins? Sie sagt, nein. Ich gehe in die Küche, mache mir ein Brot, komme zurück, beiß in dieses Brot rein und schon während ich reinbeiße, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie sie in ihrem Gehirn dieses Brot in Gedanken gerade mit isst. Und 2 Minuten später stehe ich in der Küche und mache für sie auch ein Brot. Unser Gehirn reagiert im Prinzip nicht anders wie das der Makakenaffen. Wenn wir etwas beobachten, was uns gefällt oder bei dem wir uns einfach nicht wehren können, dann imitieren wir diese Handlung im Gehirn und später dann auch in der Realität. Beobachtet euch zum Beispiel mal selbst, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und derjenige runzelt seine Stirn. Habt ihr vielleicht jetzt auch gerade die Stirn gerunzelt? Das sind die Spiegelneuronen. Und genau dieses Phänomen nutzt die Werbung aus. Der super coole, gut aussehende Typ in der Werbung, der so männlich aussieht, trägt eine tolle Jacke. Wenn ich mir diese Jacke kaufe, dann bin ich auch ein kleines bisschen so wie dieser Typ. Ich versuche zuerst im Gehirn was zu imitieren und dann in der Realität, indem ich mir das Produkt zulege. Ist ein Phänomen, das man übrigens auch beobachten kann bei Unboxing-Videos. Wenn wir zuschauen, wie bei YouTube irgendjemand ein tolles Produkt auspackt, dann stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn wir das jetzt auch auspacken und kurze Zeit später gehen wir in den Laden oder gehen in den Online-Shop und bestellen uns dieses Produkt, damit wir es auch auspacken und danach benutzen können. Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Vieles von dem, was ich euch in dem Video bisher erzählt habe, das entstammt nicht meinem eigenen Geist, sondern diesem Buch hier. Es heißt Biology, warum wir kaufen, was wir kaufen und ist geschrieben von dem Marketing-Guru Martin Lindström. Er beschreibt darin wirklich sehr, sehr spannend, wie die Werbeindustrie mit Tricks vorgeht und wie sie uns manipuliert. Mehr zu dem Buch habe ich euch auch nochmal in der Infobox verlinkt. So, kann es sein, dass ihr, während ich das gerade erzählt habe, schon runtergescrollt habt in die Infobox, um auf den Link zu klicken oder den Titel dieses Buchs bei Google eingegeben habt? Ist gut möglich, oder? Was mir ganz wichtig ist, ich habe keinen Cent Geld dafür bekommen, dass ich dieses Buch hier erwähnt habe und ich habe auch keinen Affiliate-Link oder werde sonst irgendwie an den Umsätzen beteiligt. Ich finde das Buch einfach gut und ich möchte es euch empfehlen. Und vielleicht nehmt ihr diese Empfehlung an. Und das ist eine Sache, die nutzt die Werbeindustrie extrem aus. Schon seit Jahrzehnten im Musik- oder im Sportbereich und seit einiger Zeit auch im Internet, YouTube, Blogs, soziale Netzwerke. Ist ja auch ganz klar, wenn mir ein Kumpel sagt, dieses Restaurant da drüben, dort habe ich den besten Burger meines Lebens gegessen, dann glaube ich ihm, weil ich weiß, der hat einen guten Geschmack, ich habe schon öfter mit ihm Burger gegessen und wenn ihm ein Burger schmeckt, dann schmeckt er mir wahrscheinlich auch. Wenn ich aber einen Werbebanner angezeigt bekomme, auf dem steht, hier in deiner Straße gibt es einen Laden, in dem gibt es Burger, das sind die besten Burger, die du jemals gegessen hast, dann bin ich da doch etwas skeptischer. Dieses Words of Mouth, also sozusagen Empfehlungs- oder Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing, ist etwas, das für die Werbeindustrie im Internetzeitalter extrem wichtig ist. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde Produktplatzierungen oder Werbung, zum Beispiel hier bei YouTube, sind vollkommen okay. Und gerade wenn man so etwas hier hauptberuflich machen will, was ich nicht mache, aber einige andere, dann muss man auch sowas machen, um davon im Endeffekt leben zu können. Das ist ja völlig klar. Aber es muss als sowas gekennzeichnet sein. Man muss ganz klar erkennen, das ist jetzt Werbung und keine persönliche Empfehlung. Denn ganz klar,
je mehr Werbung in die Handlung integriert ist, desto effektiver ist sie, weil man erkennt sie nicht als solche. Und je mehr eine Empfehlung als Empfehlung rüberkommt, obwohl sie Werbung ist, desto weniger ist sie als Werbung erkennbar. Ein Beispiel dazu aus dem Kino. Anfang der 1980er Jahre war Ray-Ban, also diese berühmte Sonnenbrillenfirma, relativ schlecht unterwegs, hat wenig verkauft und naja, es gab einfach eine Krise. Bis 1982 Tom Cruise in dem Film Lockere Geschäfte ständig mit einer Ray-Ban auf der Nase rumgelaufen ist. Danach hat sich der Absatz an Ray-Ban-Sonnenbrillen um 50% erhöht. Spannend, oder? Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden über dieses Thema, aber dann würde das Video zu lang werden. Schaut einfach in die Infobox, da findet ihr noch mehr darüber. Und mich würde natürlich auch mal interessieren, ob ihr irgendwelche Tricks kennt, denen ihr vielleicht auch schon auf den Leim gegangen seid. Oder vielleicht sagt ihr auch tatsächlich von euch, ich bin völlig immun, das kann mir alles gar nichts anhaben. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns ein kleines bisschen diskutieren. Und zum Schluss kommt ganz offensichtliche Werbung von mir. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt und meinen Kanal gut findet, dann klickt doch einfach auf meinen Kopf. Dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren und bekommt künftig alle neuen Videos von mir angezeigt.